Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist back am Start auf der YouTuber-Insel, mal wieder mit der OG-Begrüßung. In letzter Zeit war das ja auch eigentlich nicht so, aber Freunde, ich muss gleich wieder unterbrechen, und zwar ist mein Buch Verbannung einfach wieder verschwunden, so wie das Buch davor, Deine Hilfe. Aber hier lag einfach direkt ein anderes Buch. Und ich heb's jetzt mal auf, weil ich bin schon etwas länger. Ich habe sofort die Aufnahme angemacht, weil ihr wisst Bescheid. Ich werde nichts irgendwie machen oder so außerhalb von der Aufnahme. Und wieso regnet es eigentlich die ganze Zeit? Ich bin jetzt hier schon seit 5 Minuten drauf, weil ich irgendwie erstmal klarkommen muss. Okay, 5 Minuten sind jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich bin jetzt schon etwas länger hier gewesen. Bin schon wieder nicht drauf klargekommen, dass mein Buch Verbannung einfach futsch ist. So wie das andere Buch davor. Ich drehe hier langsam wirklich durch, Freunde. Das ist kein Spaß mehr. Das macht auch gar keinen Spaß mehr, was hier passiert langsam. Okay. Jedenfalls will ich jetzt wissen, was das für ein Buch ist. Und vielleicht erfahre ich darin, wieso meine 2 Bücher davor einfach verschwunden sind. Das eine aus der Ender Chest, das andere jetzt einfach aus meinem Inventar. Ich hatte es die ganze Zeit bei mir. Deswegen, wir schauen erstmal nach, von wem es geschrieben wurde. Es ist schon wieder Shatterwar. Es ist Shatterwar und das Buch heißt dieses Mal Befreie mich. Was? Okay, Freunde. Ich habe gerade wirklich Gänsehaut bekommen. Ich habe gerade sowas von Gänsehaut bekommen. Es fehlt wirklich nicht mehr viel, dann zitter ich. Warum sind hier Schalker-Kisten? Warum sind hier Schalker-Kisten? Wieso? Hat hier irgendwer was geklaut von mir? Was soll das? Die waren doch hier drin. Was sind die Cobblestone-Schalker-Kisten? Die gehören hier rein. Irgendwer hat hier was geklaut. Mann, ich sag's euch wirklich mit den ganzen Leuten hier auf der Insel. Es macht langsam gar keinen Spaß mehr. Die sind nur noch am Klauen. Egal. Kümmern wir uns darum ein anderes Mal. Wir werden jetzt in das Buch reinschauen. Freunde, seid ihr bereit? 3, 2, 1, zack! Komm, sprich mit mir. Wo Sechsen sich im Blick. Deine Stimme brauchst du mehr nicht. Das ist der Trick. Hobeits Kopf nimm mit. Wie versprochen einst. Ein Objekt erlangst du, das die Ketten zerreißt. Freunde, was soll das bedeuten? Jetzt brauche ich Tobis Kopf, den ich jetzt besorgt habe, aber wofür? Und was ist schon wieder dieses mit dem Sechsen im Blick? Das checke ich einfach nicht. Das ist mir zu hoch. Shatterwar, bitte. Moment, Shatterwar, bitte. Kannst du mir dazu irgendwas sagen? Kannst du mir noch ein Buch geben oder so? Freunde, aber was war übrigens auch die Aufgabe von Verbannung? Was habe ich denn da erfüllt? Weil, wenn ihr euch daran erinnert, die Bücher sind bis jetzt bloß verschwunden, wenn man eine bestimmte Aufgabe erledigt hat. Das heißt, ich habe Tobis Kopf besorgt, das Buch war weg. In Verbannung stand dran, dass Timmy einen finsteren Plan hat und irgendwas mit der Axt von Beule, und das Buch ist jetzt weg. Das verstehe ich noch nicht ganz. Vielleicht habt ihr gute Theorien in den Kommentaren, warum das Buch weg ist. Okay, aber wir blättern jetzt auf Seite Nummer 2. Und da geht's weiter mit: Sei schnell und leise, doch rufe meinen Namen 3-mal. Dann spreche ich mit dir in diesem dunklen Saal. Hab keine Angst, wenn meine Stimme dringt. Sie gibt dir Kraft, dass unser Plan gelingt. Was für ein Plan? Moment, befreie mich. Natürlich, der Plan. Ich soll Shatterwar befreien, aber wo soll ich ihn befreien? Was ist der Plan? Ist irgendwer eigentlich online? Tobi ist online. Oh mein Gott, Freunde, ich weiß nicht, ob Tobi mir vertraut, aber ich muss ihn unbedingt anschreiben, weil er ist halt relativ smart. Das muss ich ihn einfach neidlos anerkennen. Tobi ist ein kluger Mensch. Bedeutet, er könnte mir maximal helfen, was es mit den Sechsen im Blick auf sich hat, weil ich verstehe das halt nicht. Und kannst bitte aufhören zu regnen? Moment, ich brauche Tobis Kopf. Okay, den nehme ich auf jeden Fall mit. Ich brauche den Originalkopf. Einfach, wo dran steht, getötet von Kiro den Chico. Okay, okay, ich glaube, ich schreibe Tobi jetzt einfach an. Tobi, bist du da? So, ich hoffe, er antwortet relativ zügig, weil ich soll Shatterwar befreien? Ich finde einfach, dass das geheime Versteck von Shatterwar. Oh mein Gott, er hat geantwortet. Ja, was ist? Ich brauche deine Hilfe wegen einem Rätsel, das mir nicht aus dem Kopf geht, weil ich werde ihm das Buch nicht zeigen. Ich werde einfach nur sagen, was stellst du dir vor, wenn Sechsen im Blick und so, und dann wird er da schon irgendwas Kluges von sich geben. Können wir reden? So. Er hat schon mal zumindest geantwortet, auch wenn er sauer auf mich ist wegen seiner Rüstung. Ich kann es ihm ehrlich gesagt nicht verübeln. Ich glaube, ich wäre auch so sauer, aber ich habe ja an sich seine Rüstung doch gar nicht, Freunde. Ihr wisst doch, du willst mich doch safe eh nur wieder töten. Ja, check dir... Guter Punkt.
aber ich mache Gebrauch von meinem heiligen Versprechen. Die anderen haben das immer lächerlich gemacht, aber es ist wirklich so. Wenn ich ein Versprechen ausspreche, dann ist mir das Heiligste auf der Welt. Also verspreche ich dir hiermit, dich nicht zu töten. So, das war jetzt zwar halbe Bibel, was ich da geschrieben habe, aber es ist, glaube ich, schon die Kurzfassung in dem, was ich eigentlich ausdrücken möchte, dass meine Versprechen halt wirklich Gold wert sind. Weil, Freunde, das Einzige, was ich in meinem Leben jemals bewahrt habe, sind meine Versprechen. Ich gehe nämlich nicht leichtsinnig mit Versprechen um. Das kann ich euch auch auf den Weg geben. Geht nicht leichtsinnig mit Versprechen um, sonst bricht ihr das Vertrauen von anderen Menschen. Das ist super duper wichtig. Ihr dürft damit einfach nicht leichtsinnig umgehen. Darum sind meine Versprechen auch Gold wert. Ich halte sie zu 100% ein. Okay, er schreibt, alright, aber diesmal auf neutralem Boden. Kommt zu Unheil 3, der Baum. Alles klar. Okay, Freunde, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Dann fliege ich jetzt direkt hin. Zu Unheil 3. Das ist ja hier eigentlich direkt der Baum. Warte mal. Oh mein Gott, der ist sogar schon da. Tobi! Oh, da bist du ja schon. Ja, es geht schnell. Meine Insel ist da hinten. Okay, ganz wichtig. Es ist ein Rätsel, was mir aufgetragen wurde. Und du bist ja so der Rätselmeister hier so auf der Insel. Und warum kommst du jetzt damit zu mir? Du weißt doch genau, dass ich momentan ein Problem habe. Ja, ich weiß, chill up. Aber du bist halt einfach, du bist der Unheilsmeister himself. Du hast 7 Unheile gemacht. Du hast Rätsel geschrieben, die keiner verstanden hat. Und, ja, deswegen komme ich halt eben zu dir, weil ich brauche deine Hilfe. Das klingt jetzt ein bisschen doof, ne? Ach, und du denkst, ich helfe dir jetzt einfach so, oder was? Es war meine Hoffnung. Also, ich weiß nicht, wenn du mir meine Rüstung oder vielleicht meinen Kopf immerhin wiedergibst, vielleicht denke ich drüber nach. Okay. Ja, okay, warte. Aber for free mache ich es nicht, das kannst du komplett vergessen. Kannst du so vergessen. Kopf können wir quatschen. Moment. Oh, meine Energy-Chest wieder. Ja. Ich verstehe, dass du mir nicht helfen willst. Du machst das wirklich einfach so, oder was? Bro, ich bin ein bisschen verzweifelt, okay? Ich sag dir ganz ehrlich. Du bist verzweifelt? Okay. Ja, ich will hier vorankommen, weil dieses Rätsel wurde mir schon mal aufgetragen. Ja, okay, alles klar. Wenn du mir meine Rüstung gibst, ich helfe dir. Rüstung jetzt nicht, aber dein Kopf. Guck, ich hab den hier. Du wolltest den ja unbedingt. Und ich glaube, mit dem Kopf können wir erstmal anfangen. Ja, so, okay, können wir reden. Genau. Kann ich dir vertrauen, dass ich ihn dir jetzt geben kann, ohne dass du abhaust, so wie als du mir den Kopf vor Beule gegeben hast? Ja, diesmal verspreche ich es dir. Ich bleib hier, ich helfe dir bei deinem Rätsel. Okay, du hast es versprochen, aber ich weiß nicht, ob deine Versprechen genauso Gold wert sind wie meine. Ich habe es versprochen, ich halte mich daran. Ah, okay. Die Community sieht sonst, dass du ein Ehrenloser bist. Also, ich glaube, das ist dir viel wert, was die Community von dir hält. Danke dir. So. Okay. Dann zeig mir her dein Rätsel. Obwohl, können wir übrigens drüber reden, dass es wirklich seit, keine Ahnung, 2 Stunden oder so schon regnet die ganze Zeit? Ich habe auch vorher die ganze Zeit schon erwähnt, dass es einfach die ganze Zeit regnet und überhaupt nicht aufhört. Okay, also im Groben und Ganzen geht es in dem Rätsel darum, was mir nicht in den Sinn kommt, da wo sich Sechsen im Blick. Da habe ich einen Buchstand. Nö, habe ich nicht. Schade. Kannst du mir das Buch kurz zeigen oder geht das nicht? Das geht leider nicht. Es geht wirklich nur dieser eine Satz. Wo sich Sechsen im Blick. Das stelle ich nicht. Sechsen im Blick. Wo sich Sechsen im Blick. Gegenüber. Es steht sich was gegenüber. Sechsen, also auch mehrere. Also in den Kommentaren hatte tatsächlich schon jemand die Theorie, weil es ja eigentlich an sich 6 Höllenkrieger geben sollte. Dass sich alle 6 Höllenkrieger gegenüberstehen sollten. Weil dieses Rätsel hat ein bisschen was mit den Höllenkriegern zu tun und so. Ich hätte gedacht, also ja, das kann auch sein, aber das ist ja keine Ortsbeschreibung, das ist ja eher so eine Aktionsbeschreibung. Wenn du einen Ort suchst, das ist ja da, wo das so ist. Ja. Eine Koordinate vielleicht? Irgendwas mit 6 drinne? Koordinate, eine 6, da wo sich 6 im Blick. Ja. Ist
das, was ich am ehesten erwartet hätte. Ich bin aber wirklich, also, ist irgendwie seltsam heute auf der Insel die ganze Zeit. Es regnet die ganze Zeit. Ich krieg komische Rhythmen. Dass du mir den Kopf wirklich so einfach gibst, kommt mir auch immer noch suspekt vor. Ich weiß auch, dass du noch den zweiten hast. Da müssen wir auch noch irgendwann was machen, dass du mir den wieder gibst. Ja, früher oder später, aber der ist, glaube ich, von höherer Bedeutung. Bist du auch noch, glaube ich, erfahren. Ah, ich hätte das eigentlich anders machen müssen, wenn du Heim begrat. Das war ein bisschen dumm von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss ganz kurz mit den Zuschauern reden. Ganz kleinen Moment. Freunde, ich glaube, Tobi ist tatsächlich mit Koordinate irgendwas mit 6. Ich glaube, Freunde, ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit hergegriffen ist, aber ich finde, das alles hat schon irgendwie ein bisschen was Dämonisches und Teuflisches und viele haben auch geschrieben, dass das irgendwas vielleicht mit einem Dämon zu tun haben könnte oder so oder mit dem Bruder von Mira und wir hatten jetzt auch Unheil 6. Und okay, das ist wirklich extrem fantasiert und aus der Luft gegriffen. Aber was ist, wenn ich zur Koordinate 666 muss? So, ich habe kurz nur den Kopf weggebracht in der Enderkiste. Ja, okay, dann ist der schon mal sicher. Aber wie gesagt, ich habe dir versprochen, ich werde dich jetzt nicht töten. Das Versprechen gilt natürlich nicht für immer. Es ist nur für den jetzigen Moment. Es ist aber schön zu sehen, dass du dich an dein Versprechen immerhin hältst. Ja, es hat mir bis jetzt keiner irgendwie abgekauft. Ich weiß nicht wieso, also vielleicht liegt es daran, weil ich Höllenkrieger bin. Ja, aber das Ding ist, ich war der Auffassung bei dieser Kanone, als du das gemacht hast, dass du mir versprochen hattest, die nicht zu nutzen. Nee, ich habe nur gesagt, nee, ich nutze sie nicht. Versprechen habe ich nie gegeben. Achso, okay, alles klar. Okay, okay. Ich weiß nicht, irgendwie ist das immer noch komisch, was du machst. Und ich weiß, dass du meine Rüstung anhast. Ich weiß auch, was man gegen die Rüstung machen kann. Nee, die Rüstung habe ich nicht an. Nein, überhaupt nicht. Lüg mich nicht an, Mann. So, ich theoretisiere gerade hier etwas bisschen rum. Ich hab dir genug bei deinem Rätsel geholfen oder brauchst du noch Hilfe? Ich glaube schon. Moment, hab ich das jetzt hier richtig eingegeben? Ah ja, ich gehe da mal. So, ich muss da jetzt mal hin. Ich weiß, wie gesagt, das klingt einfach nur absolut verrückt. Das klingt absolut verrückt, dass ich jetzt zu Koordinate 666 hingehe. Aber als Tobi gerade gesagt hat, vielleicht irgendwas mit der Koordinate und etwas, was sich gegenübersteht und die ganzen Sechsen, also 666 auf der Seite und 666 auf der Seite, kann sich ja sozusagen, ich weiß wirklich, ich mache mich gerade zum Affen wahrscheinlich, aber das steht halt gegenüber. Aber vielleicht ist das die Theorie und nicht nur eine Theorie, sondern einfach die Lösung dafür. Moment. Mein Herz schlägt gerade wie verrückt. Was ist das hier? Was ist das hier? Moment, Koordinate? Das ist genau Koordinate 666666. Oh mein Gott. Was ist da unten drin? Ich dürfte jetzt eigentlich an der Stelle gar nicht erstmal durchdrehen, weil Shatterbar hat in diesem Buch gesagt, ich soll mit ihm sprechen. Heißt das, er ist da unten gewesen und hat die ganze Zeit davon operiert? Also ist das wirklich ein Admin oder so? Hat er vielleicht wirklich irgendwas zu sagen? Hat er vielleicht wirklich irgendwas zu melden? Ist Shatterbar ein Admin auf der YouTuber-Insel? Ich will das gar nicht herausfinden. Aber ich muss es herausfinden. Ich glaube, das geht sonst nicht. Okay, Freunde, da gehe ich jetzt da einfach rein. Let's go! Was ist das hier? Ich sehe auch kaum was. Ich mache mal den Shader lieber aus. Oh mein Gott, das ist aber auch gruselig. Okay, habe ich nicht irgendwie Fackeln dabei? Moment. Ich habe hier dieses Pilzlicht. Au! Moment, habe ich sonst noch irgendwas dabei? Ah ja, 3 Fackeln. Ich mach's mir mal ganz kurz hier ein bisschen hell, weil mit Shader sieht das hier gerade echt episch aus, muss ich mal dazu sagen. Guckt euch das mal an, das sieht wirklich episch aus. Okay, darum geht's jetzt aber nicht. Hier ist noch ein Buch. Hier ist noch ein Buch. Was ist das hier für ein Raum? Shadow hat gesagt, ich soll hier mit ihm reden. Im Buch steht, platziere Tobias Kopf. Ich glaube, die Stelle hier ist wahrscheinlich gemeint. Oh mein Gott, Freunde, soll ich das jetzt wirklich tun? Soll ich das jetzt wirklich durchziehen? Ich habe hier den originalen Tobite-Kopf einfach. Soll ich ihn hier platzieren? Aber, oh mein Gott, mich macht das wirklich fertig. Shatterbar, Alter. Wenn ich das jetzt mache, kommt dann Shatterbar. Beschwöre ich jetzt Shatterbar gleich? Ist das die Möglichkeit? Hole ich den neuen Admin einfach hierher? Okay, Moment. Ich platziere jetzt den Kopf. Seid ihr ready? Okay, 3, 2,
1, zack! Oh mein Gott! 6, 6, 6. Was ist das? Was ist da in der Mitte? Oh, kann ich hier drauflaufen? Okay, ja. Was ist das? Ritualobjekt 1. Okay, das kann ich nehmen. Ich habe jetzt hier einfach ein Ritualobjekt. Aber was soll das heißen? Moment, Moment! Im Buch stand doch was. Warte. Warte, warte, warte. Da stand, sei schnell und leise, doch rufe meinen Namen dreimal. Dann spreche ich mit dir in diesem dunklen Saal. Ich glaube, mit dunklen Saal meint er einfach das hier. Das sieht nämlich extrem dunkel aus. Okay. Oh Gott, ich bin gerade so aufgeregt. Ich habe Gänsehaut, mein Herz pocht. Freunde. Okay, 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 okay. Ich bin ready. Ich bin sowas von ready. Okay. Shatawa. 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 Hallo. Oh. Ah, hallo? Shatawa, bist du's? Was mache ich hier? Was du hier gefunden hast, ist ein Altar, bei dem du mit mir sprechen kannst. Oh, okay. Allerdings ist meine Kraft noch nicht ausgeprägt. Bedeutet, ich kann okay. nur limitiert mit dir sprechen. Oh mein Gott. Okay, okay, ich verstehe, aber... Das ist übelst gruselig. Er hat keine Kraft. Was kann ich dafür... Was kann ich da tun? Okay, aber was mache ich jetzt hier? Ist das... Kann ich jetzt hier mit dir sprechen und was meinst du denn damit? Was soll ich denn hier... An diesem Ort erhältst du dein erstes Ritualobjekt. Oh, okay. Die anderen Höllenkrieger werden auf ähnlicher Weise ihr eigenes Ritualobjekt erhalten. Die anderen kriegen das... Nun geh. Oh, okay, ich verschwinde dann lieber. Das Buch lasse ich auch da drin. Shatawa, ich komme dann wieder, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Wenn du mir befohlen hast, dass ich gehen soll, dann gehe ich lieber. Okay. Okay, Freunde, das ist übelst gruselig. Warum ist das so gruselig? Aber ich habe jetzt einfach das Ritualsobjekt. Und die anderen Höllenkrieger kriegen auch eins. Aber wofür ist es dann da? Wofür soll das dann... Oh mein Gott. Ist das die Sonnenkrieger-Base? Oh, das ist mir jetzt sowas von egal. Bitte lass. Ich will jetzt einfach kurz mal... Ich muss... Oh, ihr merkt, ich bin total durcheinander. Ich muss mich gerade irgendwie erstmal sammeln. Was... soll das hier? War das jetzt gerade wirklich? Shatawa hat, glaube ich, gerade wirklich mit mir gesprochen. Jetzt mal ohne Witz. Es hört gar nicht auf zu regnen. Hat Shatawa mit dem Regen zu tun? Ist das ganze Setting von euch? Ich habe so viele Fragen. Ich hätte auch noch liebend gerne weiter mit Shatawa gesprochen. Aber er hat ja auch gesagt, dass seine Kraft nicht ausreichend ist dafür. Dass er noch zu schwach ist oder so. Kann es deswegen sein? Also ist das jetzt bestätigt ein Admin? Kann das wirklich sein, dass das ein Admin ist? Weil bei Mira war es doch so ähnlich, dass sie auch mit mir gesprochen hat. Nur war es nie so deutlich. Und ihr konntet komischerweise Mira nie verstehen, habe ich mitbekommen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch alles wieder ein. Weil viele haben auch gemeint, dass ich mir Miras Stimme damals am Ei, wo sie noch nicht da war, mir nur eingebildet habe. Aber das war jetzt doch, glaube ich, eindeutig genug. Ich habe ein Ritualsobjekt. Ich habe von Shatawa das Buch Befrei mich. Das sind doch eindeutige Hinweise. Aber wo sind meine Bücher Verbannung weg? Das würde ich... Oh mein Gott. Das werde ich auf jeden Fall fragen, wenn ich das nächste Mal mit Shatawa sprechen kann. Diesen Ort muss ich mir unbedingt merken. Das muss ich den anderen Höllenkriegern zeigen. Das muss ich vor allem Beule zeigen. Dass er vielleicht mit denen sprechen kann. Vielleicht funktioniert das. Okay, Freunde. Ich bin gerade extrem schockiert. Ich weiß nicht, was ihr von der ganzen Aktion haltet. Und ich bin echt froh, dass Tobi mir da den fehlenden Hinweis gegeben hat. Ich glaube wirklich, ich wäre da nicht drauf gekommen, weil... Wo die Sechse sich im Blick... Das ist einfach so komisch umschrieben. Das stand auch in dem einen Buch. Deswegen, das war also damit gemeint. Das war damit gemeint, wo sich Sechsen im Blick. Das heißt, ich hätte diesen komischen Raum schon viel, viel früher entdecken können. Vielleicht hat mir Shatawa deswegen auch das Buch weggenommen und mir das neu gegeben, dass er irgendwie mir eindeutig sagen möchte, was jetzt Sache ist und wie ich das sozusagen planen soll. Okay, Freunde, wenn ihr aber dazu nichts mehr verpassen wollt, dann zeigt es auf jeden Fall mit einer positiven Bewertung. Lasst ein Abo da und haut die Glocke einfach mal komplett kaputt.